Hallo und herzlich willkommen. Am 24. November 2011 präsentierte die CVM-Hochschule in Kassel ihr Projekt Heimat erleben. Dabei wurden die Ergebnisse des Projekts vorgestellt. Unter Leitung von Prof. Dr. Christiane Schurian-Premiker befragten Studierende in Kassel Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern in die Bundesrepublik Deutschland eingewandert sind. Die leitende Dozentin Frau Schurian-Premiker. Ich habe das Projekt begonnen schon im Jahr 2009 mit der Universität Kassel. Da war ich ja damals noch dort tätig. Und wir haben das unter dem Fokus gemacht Migration und Erinnerung. Und da hatten sich schon Kontakte ergeben zum Stadtmuseum und zur Stadt. Und jetzt habe ich gedacht, ich wollte das gerne mit Studierenden der CVJM weitermachen. Und da haben wir uns halt einen anderen Fokus gesucht. Studierende der CVJM-Hochschule in Kassel hatten Heimat erleben als ein Seminar in ihrem Studium. Ja, also meine Aufgabe im Projekt war erstmal, dass ich in ein Interview transkribiert habe, dass wir dann zusammen mit der Kleingruppe, in der wir gearbeitet haben, ja, das Buchkapitel über den Jungen geschrieben haben, was jede Kleingruppe getan hat. Und danach war ich mit im Vorbereitungsteam für diesen Abend und habe ja, die Moderation geschrieben, die Moderation zusammen erarbeitet. Und wir haben das komplette Programm heute zusammen erstellt, haben die Lesung zusammen rausgesucht und ja auch die Musik und so weiter zusammen ausgesucht. Und wir wollten eigentlich rausfinden, was denn der Heimatbegriff so bedeutet, was es für einzelne Leute bedeutet. Weil wir auch bei uns gemerkt haben, jeder von uns definiert irgendwie Heimat anders. Und da wollten wir genau rausfinden, wie sehen denn das Jugendliche sogar mit Migrationshintergrund, die irgendwie auch gar nicht wirklich Deutschland als ihre Heimat so eindeutig betiteln können. Neben Zitaten aus den geführten Interviews und einem Fachvortrag zum Thema Heimat von Frau Schurian-Premiker wurde der interessante Abend von musikalischen Beiträgen der Studierenden umrahmt. Außerdem berichtete Yasin Adgüsel von seinem eigenen Heimaterleben. Ich habe einen Vortrag gehalten zum Thema Heimat und für dieses Referat habe ich selbst für mich überlegt, was ist denn eigentlich für mich Heimat? Und es war für mich gar nicht so einfach. Ich habe in diesem Vortrag erklärt, dass es für mich erstmal ein toller Gewinn ist, irgendwie so beides zu haben. Diesen türkischen Hintergrund und auch den deutschen Hintergrund, hier trotzdem irgendwie ganz normal Deutsch sprechen zu können und mich bewegen zu können. Ich habe aber auch davon erzählt, dass ich irgendwie nicht so richtig dazugehöre. Weder zu den Freunden, die ich in der Türkei habe, in dem Dorf, in dem mein Vater groß geworden ist, noch hier in Deutschland, wo zum Beispiel eine Zeitungsfrau mir einen Job verwehrt hat aufgrund meiner türkischen Herkunft. Ich habe aber auch versucht, irgendwie klarzumachen, dass mein Schicksal, kann man ja sagen, zwar eine Bürde ist, aber vor allem auch ein toller Erfahrungsschatz für mich, weswegen ich gerne ein Kind zweier Welten bin. Ob ich will oder nicht, weil ich hierher. Was waren so die besonderen Highlights für den Projekt? Insgesamt hat mir das Projekt wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, weil ich denke, dass Migration ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und wenn man das nur theoretisch vermittelt, das geht gar nicht richtig. Man muss da reinschnuppern in dieses Thema. Und das haben die Studierenden ganz toll gemacht. Also die haben Kontakt aufgenommen mit den Jugendlichen, wir hatten da so vermittelt und haben dann die Interviews geführt. Und das fand ich schon mal gut. Das hat mich sehr beeindruckt, als sie dann zurückkamen und erzählt haben. Da hat man gemerkt, da ist was aufgebrochen. Die haben diese Welten ganz anders wahrgenommen, als wenn man in Büchern liest oder wenn man in Vorträgen hört, Migration, dann und dann sind die gekommen und die Schwierigkeiten sind da. Es ist was ganz anderes, wenn man Kontakte bekommt und es wirklich spürt, was das Leben auch ist, was den Alltag ausmacht. Das fand ich so ein Highlight. Und jetzt die Veranstaltung, das war natürlich auch was ganz Besonderes. Und die Studierenden haben das so toll gemacht. Also die haben so sich auch eingesetzt und haben so viel auch geplant, auch selbstständig geplant, dass ich ganz begeistert bin. Ich fand es spannend,
irgendwie mal in die Lebenswelt eines Jugendlichen mit Migrationshintergrund reingucken zu können. Am meisten Spaß hat mir eigentlich der heutige Abend gemacht, weil es doch ziemlich viel Vorbereitung war. Teilweise ziemlich lästig, aber jetzt ist es sehr gelohnt, weil einfach die vielen Leute gekommen sind und man sieht, was aus der Arbeit geworden ist, die man da reingesteckt hat.